Der Roland, sein Name leitet sich vom Wahrzeichen der Stadt Bremen ab, verkehrte anfangs als Fernschnellzug auf der Strecke Bremen-Frankfurt. Der Trans-Europe-Express Roland entstand zum Sommerfahrplan 1969 durch die Hochstufung des Fernzugs 4647, der bisher den Bahnhof Basel SBB erreichte, ab diesem Zeitpunkt allerdings bis Mailand verlängert wurde. Mit 1184 Kilometer hatte er eine der längsten Laufstrecken unter allen TEE-Zügen. Auf diesem langen Weg wurde er von legendären Lokomotiven bespannt, welche alle als Modelle von Rocco für diesen Zug produziert werden. Die Paradelok, Baureihe 103 der Deutschen Bundesbahn, glänzt mit silbernen Kontrastflächen am Lüfterband. Im Schweizer Streckenabschnitt zog eine in TEE-Farben lackierte RE44 den exklusiven internationalen Expresszug und auf der Laufstrecke in Italien die Serie E444, das damalige Paradepferd der italienischen Staatseisenbahnen, auch bekannt als Tartaruga. Dieser exklusive Zug rollt in drei unterschiedlichen Wagensets auf die Schienen. Alle Wagen sind im Zustand um 1975 mit schwarzen Schürzen gestaltet. Wie alle anderen TEE-Züge führte der Roland nur die erste Wagenklasse, die den größtmöglichen Komfort, selbstverständlich mit Klimaanlage, bot. Im Set mit der Artikelnummer 74072 ist ein Barwagen enthalten, der als einziger mit Speiseraumbeschriftung versehen war. Alle Modelle sind in feinster Detaillierung und allen wesentlichen Bauartunterschieden der einzelnen Wagengattungen hergestellt. Die saubere Lackierung wird mit der aufwendigen Bedruckung aller Anschriften sowie vorbildgerechter Zuglaufschilder vervollständigt und sorgt so für fantastische, zeitgemäße Modelle.